Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Frieden und Segen sei auf dem letzten Gesandten Gottes, dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Diese Einladung und diese Videobotschaft geht an dich, Thomas Gottschalk, wenn du das siehst oder wenn du das mitbekommen solltest. Es ist eine Einladung für das Beste im Leben, für den Erfolg im Leben und für den Erfolg im Jenseits. Nämlich, wir laden dich hiermit zum Islam ein, dass du dich vielleicht für den Islam informierst oder darüber liest oder Informationen dir holst und sogar den Islam annimmst. Weil wir glauben daran mit hundertprozentiger Sicherheit, hundertprozentiger Überzeugung, will ich sagen, glauben wir daran, dass der Islam die Rettung ist für jeden Menschen. Und der Prophet Muhammad, Frieden und Segen sei auf ihm, ist auch für die ganze Menschheit gekommen und den Koran gebracht. Und du hast mit vielen Menschen in deinem Leben zu tun gehabt, du bist mit vielen Menschen in Kontakt gekommen. So viel ich weiß, war auch Yusuf Islam, damals bekannt als Cat, oder früher bekannt als Cat Stevens, war er bekannt. Mit dem bist du auch zu Kontakt gekommen, du hast mit ihm gesprochen. Du hast ja gesehen, wie der sich auch verändert hat im Leben, wie der sein damaliges, was er gemacht hat, das Singen ihm sein gelassen hat für den Islam. Und der sich auch ins Positive verändert hat. Und auch, der war bei dir in der Sendung und hat davon erzählt. Und ich weiß nicht, ob du dich danach für Islam dann weiterhin informiert hast oder interessiert hast. Doch diese Einladung ist eine Gelegenheit für dich, dass du dich informierst. Wir sind bereit, dir Infomaterial zur Verfügung zu stellen, Fragen auf Fragen einzugehen. Falls du diese Botschaft mitbekommst, kannst du uns gerne anschreiben oder gerne dich bei uns melden. Und es ist immerhin eine Chance, dieses Ticket mitzunehmen für das Jenseits, damit du zu den Erfolgreichen gehörst. Denn wahrlich, der Islam ist die Rettung für die Menschen, fürs Jenseits. Und Allah subhanahu wa ta'ala, Gott der Menschheit, akzeptiert als Religion den Islam. Und du entscheidest, was du mit dieser Einladung machst, ob du die ablehnst oder annimmst. Das ist deine Entscheidung. Wir können keinen zwingen. Im Islam gibt es keinen Zwang. Das wird ganz klar auch im Koran dargestellt. Man kann keinen Menschen zwingen dazu. Aber wenn du die auch ablehnst, wir sagen Leben und Leben lassen, du entscheidest damit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten und der die Rechtleitung gibt, dich rechtleiten.